Wo zum Geier ist das Gegnerteam? Ganz egal, ihr haut jetzt ab. Du kannst Schelle von mir haben. So, letzte Dose. Letzte Dose ist angebrochen. Wartet ganz kurz. Ach, ist einfach so ein schönes Geräusch. Dann mache ich mir auch mal die letzte Flasche Wein. Die letzte Flasche Wein auf. Wie viele Flaschen Wein hast du denn schon getrunken? Außerdem reicht für Klickerfahren Onboard-Grafik. Völlig richtig. Und am Ende wirkt er vor Ort bei der Übergabe noch nett. Ja, das wäre das Schlimmste, wenn man noch drauf reinfällt. Das ist ja auch so wie Ted Bundy. Soll ja auch ein super umgänglicher, netter Typ gewesen sein. So in etwa stelle ich mir die typische Arti-Ratte vor. Nach außen hin völlig gesellschaftsfähig, nett, zuvorkommend. Und dann sitzt er heimlich unten in seinem Keller und klickt. Sag mal, Maus, wie redest du über meine Frau? Wieso, heißt deine Frau Ted Bundy? Oder was habe ich jetzt Falsches gesagt? Sie spielt gern Arti. Ja, aber das ist doch dann dein Problem, nicht meins. Du hast die Frau geheiratet, nicht ich. Meine Frau spielt keine Arti. Dann muss sie wahrscheinlich extrem gut kochen können oder ist verdammt heiß, dass du sie mit diesem Manko geheiratet hast. Sie muss dann ja irgendwas Krasses für sich haben. Also sie muss ja wirklich extrem gut irgendwas können oder verdammt heiß sein. Außer da ist ein richtiger Blödmannsgehilfe im 283. Hat wieder einen Leihpanzer abgekriegt. Bleib mal auf der Seite, dann kann ich dich sicherer beschießen. Jetzt, an ihm sieht man jetzt aber auch, warum die Gunmark-Anforderungen beim 283 so niedrig sind, oder? Beweglich wie eine Eisenbahnschiene. Das trifft's auch ganz gut, ja. Bitte jetzt weg, 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 weg. Komm, verpiss dich. Alter, lass mich hier durch. Meine Güte, wie kann man so dumm sein? Ich bin jetzt mit AP am Heck vom VZ gebounced. Das läuft bei mir richtig gut. Mit mehr Kaffee kann es natürlich besser werden. Was fehlt zur Gunmark? Digga, 12 Gefechte. Ich habe das Ding gerade gekauft. Frag mich morgen oder übermorgen nach Gunmarks. Da fahre ich lieber mit dem Bus. Oh. Der Turbo ist, glaube ich, in die Hose gegangen. Hat die Kurve nicht gekriegt. Das sieht schon nice aus, aber... Ja, aber mehr auch nicht. Ja, das war's dann. Du komm jetzt nach erstmal mit Heat, okay. Gut. Ja, doch, sieht irgendwie nicht so gut aus. Was lol. Jetzt Day 50 mit dem Doppelkehr, Achtung. Ah, nee, die Kobra ist getrackt. Ist getrackt, ist getrackt. Arti rettet. Alter, mit dem Jodel-Move. Schön. Alter. Die 50 schießt auch. Und die Kobra löscht ihn. Eins. Auch im Auto eben schießen noch durch die Lowerplate, Bruder. Zwei. Drei. Und einmal. Die Arti ist immer das letzte Wort, du. Dieser Typ ist. Er muss jetzt noch sterben. Nein. Komm, brenn bitte. Du hast es so verdient. Wenn einer es verdient hat zu sterben, dann du. Ihr unfähigen Typen, Alter. Ah! Wenigstens ihn noch mitgenommen. Der konnte. Der. Wie die halt hinten am Ende der Karte stehen und einfach auf uns warten. Das ist so ein bisschen wie hier das. Ja, au! Aber nicht geplatzt, aber auf der Seite liegen. Immer die Höchststrafe. Das waren jetzt gerade meine 38 Jahre, dieses Aim. Das war jetzt gerade, ich bin 38 Jahre alt und kann nicht mehr richtig zielen. Solange ich mir noch nicht nachts in die eigene Büchse schiffe, ist noch alles gut. Okay, er hat nichts dazugelernt. Er hat gerade den Jagd-E-Schuss überlebt. Was ist die logische Konsequenz daraus? Nochmal. Ich habe das Gefühl, ich muss mich mal weiter nach vorne bewegen. Boah. Alter Schwede, das war knapp. Da hat die dicke Brumme hier aber nochmal gut die Kurve gekriegt. Zombies versus Mordor. Und wir mittendrin. Was haben Katzen für einen Durchschlag? Viel wichtiger ist die Frage jetzt, wo der Hund weg ist aus meiner Garage.
Wo ist das Zeug, was ich für Gold gekauft habe? Ist das mit dem Hund verschwunden? Wir geben es lieber dir als dem Staat. Sehr faire Einstellung. Junge, überall stehen sie wie die Kellerasseln, Junge. Hinter jedem Stein ein Leid. Hebst einen Stein hoch, ist ein T-50-2 hinter. Na, kannst du dich nicht mehr verstecken? Wie er nochmal angestrunzt kommt. Okay, die Torte cappt jetzt, jawohl. Guter Schuss. Ist nur ungefähr 200 Meter rechts daneben geflogen. Komm, Arti, gib ihm. Gib ihn hart. Rechts von dir snipe dich gerade ein. Jetzt bounced er. Easy weg. Oh, jetzt stehen sie beide rechts von ihm. Das ist vielleicht gar nicht so ungünstig. Scharfutur hält es aber nach wie vor nicht für nötig, mit einzugreifen. Er wartet immer noch auf die Gegner, die vielleicht potenziell noch kommen könnten. Schar. Help. Go. Also ich gebe Marcel maximal 44%. Und hin und wieder vergisst er sicherlich auch das Atmen. Ja, sicherer Sieg war das, oder? Torte alles gegeben. Jawohl, da waren sie wieder. Mordor versus 13. Freitag der 13. Zombies. Sogar sehr erfolgreich. Das musst du erstmal schaffen. 60% der Gefechte gewonnen. Mit wirklich null Durchschnitt. Leistungsträger. Die schwarze Null steht. Ja. Eternal Light hat mich bei Edeka getroffen, mich direkt identifiziert. Getroffen oder aufgelauert. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, dass er mich nur erkannt hat, weil er den Lamborghini wiedererkannt hat, mit dem ich da auf dem Parkplatz rumgekurft bin. Aha, er auch noch im Offenen. Die sind ja alle nicht ganz dicht da. Einfach zerschellt. Er hat nie versucht, es in die Länge zu ziehen. Früher hat man hier immer auf dieser Zweierlinie mit Camo-System gespielt, ne? Also irgendwie Büsche und Bäume und so gab es da, aber ich glaube, es wurde alles entfernt, als die Map noch auf Tier 10 verfügbar war, Lul. Camo, das braucht doch wirklich jetzt keiner. Das ist doch wie Cheaten, Mensch. Wenn du die in der Maus setzt und bei 3000 AP angezündet wirst, brennst du auch für 3000 AP runter, oder? Auf jeden Fall, ja. Brennst du nicht nur für 3000, dann brennst du für 5000 AP. Musst du in der nächsten Runde noch HP nachzahlen. In erster Linie ist er ein fairer Donator. Ein fairer AFKler verdient es immer, direkt als erster abgeschmatzt zu werden. Mann, ey, das ist so ärgerlich. Irgendwie hast du auf den Raketenpanzer gar keinen Bock, wenn du am Ende der Runde keine Boosts mehr hast. Nichts mehr mit Feuerwerk. Schmutz das. Besser als zu schießen. Ja, der VOT All Chat. Schnittbart. Das ist so, als wenn du irgendwie in die Gosse gehst und da sitzen lauter Crack-Junkies und unterhalten sich darüber, wie sie jetzt als nächstes an Geld kommen. Also der VOT All Chat. Okay, wir sind schon im Bereich Desaster. Mordor kann von hier nicht mehr weit sein. Mordor ist gleich hinterm nächsten Hügel. Wichtig ist, dass unser IS-7 in der Base stehen bleibt. Weil IS-7 bekannt, Sniper-Tank. Das ist einfach einer der hässlichsten Tanks im Spiel, oder? Er sieht aus wie so ein nachgebauter 50B aus Bauklötzen. Er sieht irgendwie aus, als wenn so ein Dreijähriger den zusammengeschreddert hätte. Die Kanone ist auch einfach ein Traum, oder? Die Tier-8-Alternative zum Tok. Aber du kannst mit dem Teil so gut wie nirgends ersaufen. Außer auf Lakeville. Sonst ist das Ding eigentlich so hoch, dass du in jedem See gut durchkommst. Ah, er steht neben dem Busch.
Gibt's hier Alkohol? Noch nicht, aber gleich. Was geht denn da ab? Hallo, Herr Stanisbad. Na, alles gut? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir ja, bei dir hoffentlich auch, so wollte ich sagen. Ja. Was macht die Kunst? Produzieren volle Pulle, ich muss morgen sogar arbeiten. Heftig. Heute wurde die Gewinnbeteiligung bekannt gegeben. Aber wenn die Gewinnbeteiligung gut ist und du dich freust, dann muss ja die Dividende auch gut sein. Ja, die wird auch besser. Besser als letztes Jahr. Noch besser. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt bei meinen Investments. 7.300 waren die Nachrichten. Pro Mitarbeiter. Stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Wow. Das kriegt ihr als Gewinn mit jeder einzelne Mitarbeiter 7.300 extra Zahlung. Ja, jeder fest. Nee, das ist ein Not. Ich fange auch bei deinem an. Jawohl. Also braucht ihr noch jemanden? Hier, die Konkurrenz aus Ingolstadt beglückwünscht dich. Leute, ein Arti-Wunsch führt zum 24-Stunden-Timeout. Es sei denn, es ist mit einer 100-Euro-Note versehen. Dann kriegt ihr für 100 Euro eine Runde Arti. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Chat, lass zusammenlegen und Maus den Rest des Abends Arti fahren. Ja, da wäre ich auch dabei. Wenn eine Runde Arti fahren 100 Euro kostet, den Rest des Abends Arti fahren, dann bin ich gemachter Mann am Ende. Wer Pizza mit Pommes bestellt, ich finde, da kann man schon eine Strafanzeige stellen. Wegen seelischer Grausamkeit. Ja genau, Hotdog-Pizza ist auch so ein Ding. Digga, wenn ich Hotdog essen will, esse ich Hotdog und keine Hotdog-Pizza. Meine Frau guckt im Moment schon wieder das Dschungelcamp. Und da war zwischendurch so eine Nachricht. Ernsthaft, bring die auf RTL, da habe ich mir auch schon wieder einen Kopf gefasst. Bring die auf RTL eine Nachricht, dass irgendein Imbiss-Clown in Berlin jetzt die Currywurst Hawaii erfunden hätte. Das Einzige, was er macht, ist Dosen Ananas zerstückelt auf einer Currywurst verteilen. Wo ich auch mir denke, Digga, dafür musst du Anzeigen geben. Ich finde das nur so geil, dass er der Erfinder als Erfinder bezeichnet wird für so eine. Ja, aber dafür musst du doch angezeigt werden. Ja, aber wenn das ist doch keine Erfindung. Wenn du sowas einer Currywurst antust, also ich finde, ehrlicherweise, dafür muss man angezeigt werden. Was ist denn was für eine Drecksparty, ey? Da solltest du doch gar nicht hinfahren, Digga. Bist du schon so dicht, dass. Nö, wieso? Was wolltest du denn da? Keine Ahnung. Also ich vermute fast, dass mein Move den Sieg gebracht hat. Ich habe auch erst die Vermutung gehabt, dann ist mir eingefallen, nee, das war ziemlich dumm. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das den Aber Sieg erst dachte ich auch, dass es den Sieg gebracht haben könnte. Nee, das hat den Sieg gebracht, siehst du ja. Wie viel Prozent hast du? 93 irgendwas. Das kriegen wir runtergefahren. Okay, dann machen wir das so. Soll ich gleich mal mein Wochenende einläuten? Einlöten. Ja, einlöten. Das Wochenende einlöten. Zum Biosonte. Er fährt in den Biosonte rein, Idiot. In den Biosonte. Biomarktsonte. Ja. Hateful, vielen Dank für die 5. Nee, er fährt in mich. Ach, oh, siehst du? Ja. Ja, easy. Aber du wärst schon viel weiter. Hätte ich dich nicht aufgehalten. Komm jetzt, Lansen, komm da runter. jetzt fährt er in eine Biotonne. Hallo Adwin, was gibt's bei dir überhaupt zu trinken? Also. Bier. Ich hab auch noch Bier, aber ich mag eigentlich kein Bier. Aber besser als gar nichts, ne? Was? Das klingt gerade ein bisschen wie ein Alkoholiker. Oh, mag ich nicht, aber. Naja! Es knallt. Scheiß drauf. Hopp, hopp. In den Kopf. Okay, also soll ich jetzt Battle Pass konforme Panzer wählen, ja? Das wäre hervorragend, ja. Wen juckt der Battle Pass, wenn man Robben klatschen kann? Und wieder neigt sich eine spannende Runde World of Tanks dem Ende entgegen. Da kam gerade irgendwie so ein Stan ins Bild geflogen. Was da? Ich habe kurz überlegt, ob ich es schaffe, ihn aufs Dach zu legen, aber dafür reicht die Mobilität nicht. Mit einem schnelleren Panzer hätte ich mich schnell untergestellt und ihn aufs Dach gelegt. Nee, er hat nicht meinen Reload unterschätzt. Ich glaube, er hat
die kognitive Leistung seiner Gehirnzellen überschätzt. Hilfe. So geht das. Mein Wrack hat ihn dann umgebracht. Warum kriege ich den Kill dafür eigentlich nicht? Da kommt die ganze exklusive Machala. Komm, ich habe für alle Geschenke. Kommt her, ihr kleinen, miesen Randale-Typen. Hier, zack, da, nächste Schelle. Jeder kriegt hier sein Fett weg. Ich gehe in Reload. Freunde übernehmen. So, du kleiner Fisch. Meine Geduld ist am Ende. Hi. Verarscht. Ey, Loco. Ich weiß noch, wie du mich vor 2 Jahren angerufen hast. Maus. Mein Geburtstag ist bald. Maus. Kannst du kommen? Wir feiern runden Geburtstag. Kannst du auftreten? Hab ich dich hängen lassen? Nein, ich war da. Ich bin aufgetreten. Und jetzt? Nur weil meine Gage höher war als vereinbart, weil ihr daraus eine 24-Stunden-Party gemacht habt, kann ich doch nichts für. Ich war da. Ich bin aufgetreten. Alle fanden es geil, dass ich da mit deiner Frau durchgebrannt bin. Ja, mein Gott. Das war nicht meine Schuld. Stand im Kleingedruck. Das muss eine Riesentorte gewesen sein. Wer jetzt da, wo ich reingepasst habe, oder seine Frau? Pass auf, was du sagst. DJ Bobo Double. Na, ich hab gesungen. We pray for freedom. Schlimmer, in meinem Alter kriegt man von den weiblichen Zuschauern nur noch Stützstrümpfe hinterhergeschmissen. Ja, ich musste mir erst vor 2 Jahren die Kauleiste neu machen lassen, weil mir eine ältere Dame ihren Rollator ins Genick geworfen hat. Dabei sind mir 2 Zähne rausgesprungen. Stehen uns ja alle gegenseitig im Weg. Jagd die gehabt. Danke, T34. Ich wollte auch gar nicht schießen. Danke. Schieb es auf den T30. Ich Emil, er schiebt raus. Aber ist das eigentlich gewollt, dass ich hier wie so ein Dummdödel direkt vor dem Haus spawne? Wenn du Mediums und TDs spielst, kriegst du die Karte nicht so oft. Als Heavy darfst du da immer rauf. Ah, und hier wieder die gute alte Grille mit Tarnnetz. So muss das sein! Oh, da krieg ich direkt Blasensteine, Alter. Boah, und meine Hämorrhoiden fangen auch direkt instant an zu jucken. Oh, wie er sich am... Guck mal, wie er hier rudert. Oh. Mit dem Rohr in Margret. Oh, und der Fosch steht auch daneben. Piss dich, du Hund. Hey! Das war knapp. Jetzt komm doch mal rüber hier. Okay, dann müssen wir schießen. Auf Halter und Basis. Ach, scheiße. 3 Schuss habe ich noch. Ah! So knapp. So knapp. Nein! Oh! Das war die Reinform von Bajonett aufpflanzen. Ich meine, gut, hat jetzt unterm Strich dann auch nichts geholfen. Sag mal so, das war tapfere Gegenwehr, oder? Also das war auch die Definition von tapferer Gegenwehr. Bis zum Letzten. Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Endstation Haus. Kennt ihr die Szene aus der nackten Kanone, wo er im Knast ist und dieser eine Riesentyp die ganze Zeit jedem da von den Wärtern eine Kopfnuss gibt und am Ende den Feuerlöscher? Bam! So eine Szene war das gerade. Da oben ist Mordor. Da. Fuck, Mann. Mir einfach alles zu schnell. Ja,
Was für ein Spacken, Alter. Mach ich mich ran, Jodel. Wer sich einen 3er Premium-Panzer für Geld kauft, dem sollte man alles aus der Tasche ziehen, was geht. Ja, fahr und dann spring. Ja, da geht's weiter. Immer W drücken. Wenn du weiter W drückst, dann bewegt sich dieser verrostete Güterzug. Fahr. Ich sag mal so, er war auf jeden Fall eine lebendige Stütze dieses Teams.